Moin und herzlich willkommen hier auf unserem Surfschule Nordech YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael Vogel und auf unserem Kanal gibt es, wie ihr wisst, immer wieder neue Tutorials, neue Upgrades, neue Infos zum Wingsurfen, Windsurfen und Kitesurfen. Heute beschäftigen wir uns hier mit dem Windsurfen beim Aufbau. Schauen wir heute mal genauer hin, weil ich weiß, ihr kriegt das bei uns in der Schule immer wieder mit, dass es viele fuchst, wie wird denn unter Tampen durchgeführt? Und das schauen wir uns heute mal im Detail an. Wer das nicht schon auf einem unserer Aufbauvideos gesehen hat, heute nehmen wir das Quick-Tipp für euch, wie ihr euch was merken könnt, damit ihr möglichst fix beim Aufbau seid. So, jetzt für euch im Zeitraffer, ich baue mir das Segel auf. Ich habe mir das hier schon mal hergelegt, das kennt ihr. Na, einmal hier, dass alles möglichst sandfrei ist. Schau jetzt mal, wo Luv und Lee ist. Und richte mein Segel so aus, dass es auf alle Fälle mit der Masttasche nach Luv schaut. Fädel praktisch meine Masten ein. Hoppa. Fußverlängerung herrichten. Zack, 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 zack. Und wir schauen mal die Mastfußverlängerung, dass die richtig eingestellt ist. Stecken die rein. Hopp. Und jetzt geht's praktisch los. Ist euer Schothorn auf der Lee-Seite, sprich liegt es nach links, fangt ihr hier mit der äußeren Rolle an, von unten, zack, und fange ich auch hier mit der äußeren Rolle von unten an. So, gehe hier durch, nehme jetzt oben die mittlere Rolle, wieder von hinten, und gehe hier wieder bei der mittleren Rolle von unten rein. So, spanne jetzt ein bisschen vor, gehe jetzt wieder bei der oberen Rolle von hinten rein und jetzt habe ich auch alles frei hier am Laufen und kann mir vorspannen, dass ich praktisch meinen Gabelbaum anschlagen kann. Stehe ich so, dass ich meinen Mastfuß hier im Wind habe und habe das auf der anderen Seite, dann ist das Spiel einmal andersrum, wenn ich praktisch mein Schothorn ist jetzt auf der rechten Seite. Schauen wir uns das nochmal an. Dann fängt er genau umgekehrt an. So, wenn der Schothorn auf der anderen Seite ist, sprich auf eurer rechten Seite liegt, fängt er auf der innersten Rolle ganz oben an. Zack, einmal durch. Nehmt hier auch wieder die äußerste Rolle ganz, fangt oben an, dann die mittlere Rolle oben rein. So, die mittlere Rolle oben rein und die äußerste Rolle oben rein. Zieh an, schieb den Tampen wieder raus in die Klemme. Alle Tampen laufen frei und ich kann jetzt praktisch anziehen. Das ist eine Variante, es gibt mehrere Varianten, aber so könnt ihr euch merken, wie man es aufbaut. Ja, mein Quick-Tipp heute für euch ist, schaut, wie euer Schothorn liegt. Wenn der Schothorn so liegt, dass es auf eurer linken Seite ist, müsst ihr von hinten alles fehlen. Liegt die Schothorn auf eurer rechten Seite, müsst ihr von oben reinfehlen. Das ist der Hauptunterschied, aber so kann man es, oder so kannte ich mir das am leichtesten merken, damit ich immer richtig fehle, ohne dass unten die Tampen oder der Vorlegstrecker über Kreuz läuft, weil dann scheuert der und notfalls, im blödsten Fall, reißt er irgendwann, weil ein Tampen die ganze Last aufnehmen muss. Das war's heute mit dem Quick-Tipp zum Vorlegstrecker und ich hoffe, für dich war was dabei, konntest was lernen, was mitnehmen. Gerne liken, kommentieren, gerne verbreiten, dass auch andere was vom Content haben. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo auf der Welt, mit Sicherheit aber in Norddeich und da Wasser. Bis dahin, ciao, servus, euer Michi.